Hallo Freunde, hier ist Arlo und seine Hausmannskost. Heute mache ich mit euch Reisnudeln mit Gemüse und ein bisschen Rinderfiletstreifen. So ein bisschen auf der asiatischen Art. Und ich kann euch wirklich nur sagen, das ist richtig super lecker. Und das lohnt sich so was von nachzumachen. Also, ja, wie gesagt, ich persönlich fände es gut. Folgende Zutaten dafür. Hier die Reisnudeln, die habe ich in kaltem Wasser gelegt. Eine halbe Stunde vorher. Mehr braucht man damit nicht. Auf der Verpackung steht zwar 3 Minuten oder 4 Minuten vorkochen, aber das geht auch so und die sind nachher noch schön knackig in der Pfanne. Und das war eigentlich das, was ich wollte. Dann habe ich hier das Gemüse, habe ich eine Karotte, Chili, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, erstmal alles beiseite. Dann so ein Rinderfilet, Salz, helle Sojasauce, Sesamöl, Austernsoße, Lauch noch, Curry und Kurkuma und Pfeffer. Das sind eigentlich die Zutaten, die wir dafür brauchen. Gut, jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen schnibbeln. In der Zeit, wo ich das schnibbel, das Gemüse, mache ich mir schon mal so ein bisschen Sesamöl in der Pfanne. Stell die auch an, weil das Fleisch müssen wir zuerst anbraten. Ich stelle mir das auf Vollpower. So, dann schneide ich mir das Fleisch, ein Stück hatte ich schon, einfach so in Streifen runter. Ihr könnt auch ganz normal eine Hüfte nehmen oder anderes Fleisch. Wenn ihr das ein bisschen zart haben wollt, dann legt ihr das ein bisschen vorher in Soja ein, aber das ist ein Filet, also das brauche ich nicht. Wichtig ist nur kurz anbraten und dann rausholen. Das ist das A und O. Das wäre das Fleisch. Jetzt kommt das andere Gemüse. Mache ich mir erstmal einen Lauch, mache ich mir erstmal das hier weg. So, den Rest lasse ich so. Jetzt schäle ich mir die Karotte. Das Sesamöl, das riecht man ja gleich, ne? Aber so einfach erstmal nur die Schale runter. Die Schale könnt ihr sammeln und davon eine Brühe ansetzen. Viertelstunde so köcheln und dann habt ihr eine kleine Karottensuppe. Ich habe jetzt hier so einen anderen Sparschäler, wenn ihr so einen habt. Und den machen wir jetzt erst 2-3 Mal, damit wir eine glatte Fläche haben. Die Seite war doof. Das ist doof. Einfach sich so die Sachen hier runterschälen. So, jetzt habe ich das. So, jetzt fange ich hier hinten an. So habe ich schön dünne Streifen, die kann ich dann reinmachen. Das mit den dünnen Streifen ist wirklich da super. Sieht vielleicht nicht gerade so akkurat aus, muss aber auch nicht sein, aber die werden so super gar. Also, jetzt packe ich mir schon mal ein Stück Fleisch rein. Gucken, wie heiß die Pfanne ist. War noch nicht heiß, habe ich wieder rausgenommen. Ich schnibbel mir jetzt erstmal die Karotten und alles andere zu Ende. Aber wie gesagt, das mit dem Runterziehen mit dem Sparschäler ist super, weil die werden so super gar und man hat immer noch Biss. Jetzt mache ich das Rinderfilet rein. Beim Rinderfilet ist normal, also im Prinzip, da mache ich jetzt eigentlich alles rein. Wenn ich jetzt ein anderes Stück Fleisch habe, wie Hüfte oder Rumpsteak oder sonst was, da hätte ich nur die Hälfte reingemacht und dann raus und dann das in 2 Partien gemacht. Weil das ist einfach so der besser zum Braten. Aber beim Filet, das ist zartes Fleisch und dann ist gut. Hier sind die Reisnudeln, die ich abgekippt habe. Fangen wir noch ein bisschen Wasser auf, das brauche ich nachher noch. Und die waren ja jetzt über eine halbe Stunde drin und mehr, also die brauchen nicht vorgekocht werden. Kann man, muss man aber nicht. Jetzt schnibbeln wir uns noch den Knoblauch. Den brauchen wir auch noch dazu, weil ihr könnt euch auch, wie gesagt, ich habe das jetzt eigentlich nur für einen Film, ihr könnt euch auch alles gut vormachen und dann einfach nur reinmachen. Ne? Habt ihr alles so fertig, also mies am Platz, nur noch reinmachen ist gut. Jetzt halt nur, weil ich das im Film noch ein bisschen mit erklären wollte. Hier die Chilischote, müsst ihr nach eurem Geschmack gehen, je nach Schärfe. Und zum Schwenken wieder, also ich sage euch das immer wieder, wenn ihr möchtet natürlich. Guckt euch den Film an, Schwenken lernen, bei mir auf dem Kanal. Das macht ihr 2 Wochen lang, jeden Tag 5 Minuten mit ein bisschen Salz üben. Und das klappt dann immer wieder. Und das verlernt man auch nicht. Gut, okay, ja, den Deckel natürlich nicht, ne? Aber jetzt machen wir noch ein bisschen Sesamöl dazu. Ihr könnt auch anderes nehmen, Olivenöl oder normales Sonnenblumenöl, Rapsöl, ne? Also das ist chiligal, ne? So, jetzt machen wir unser Gemüse rein, Karotten und Chili. Und das braten wir alles ein bisschen mit schön an. Dann kommt hier noch ein bisschen so Ingwer dazu.
und ein bisschen Salz. So, hier habe ich noch eine zweite Knoblauchzehe. Ich habe mich noch entschieden, eine zweite Knoblauchzehe zu nehmen. Ne, die muss ich kurz noch schälen und dann schnibbel ich sie mir auch klein und kommt sie mit dazu. Ja, die Knoblauchzehe halt schälen und dann auch nochmal schneiden. Eine reicht auch, also, aber das bleibt jetzt euer Geschmack geschuldet. Das müsst ihr wissen, wie das haben wollt. Ich finde das ganz gut mit zwei. Das übertönt auch nicht, weil das ist ganz gut. Jetzt habe ich noch eine kleine Zwiebel dazu. Die schnibbeln wir uns auch runter. Die könnt ihr auch zuerst anbraten, aber das ist eine kleine feine Schalotte. Und wenn ihr die damit so reinpackt, dann wird sie nicht zu doll angebraten. Und das ist das, was ich eigentlich wollte. Also ich habe es nicht vergessen, aber ich könnte es auch am Anfang machen, wenn ihr das glaubt. So, ein bisschen der Pfeffer zu. Mit Salz müsst ihr aufpassen, weil wir nehmen ja noch Sojasauce und Austernsauce. Und das würde zu salzig werden. Hier noch ein bisschen Curry und ein bisschen Kurkuma. Ne, Kurkuma eigentlich hauptsächlich für die Farbe und Curry für Geschmack. Dann kommen die Reisnudeln da rein. Und dann die Austernsauce. Also ihr seht, das ist ungefähr ein Esslöffel. Ne? Der viel mehr ist das nicht. Und auch Sojasauce, 1-2 Esslöffel, je nach Salz. Dann von dem bisschen Reisnudeln das Wasser noch. Auch noch einen Tropfen dazu. Weil da soll nicht so viel der Soße sein. Da soll einfach nur das Gemüse, die Nudeln und dass sie ein klein bisschen so feucht sind. Das reicht alle Male. Mehr braucht man nicht. Und ihr seht, mit dem Schwenken, das geht wunderbar. Das ist einfach nur eine, so eine Übungssache, die auch nicht schwer ist. Also wie gesagt, ich verweise jetzt hier oben nochmal auf den Film. Ne? Schwenken binde ich nochmal mit ein. Ich habe die jetzt probiert, die schmecken sowas von klasse. Also ich mag das gerne. Und wenn ihr das genauso macht, ihr seht, wie einfach das ist, lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt noch den Lauch schnibbeln. Ach ja, Freunde, wenn euch mein Kanal gefällt, ne, abonniert ihn, klickt auf die Glocke und ihr habt immer den neuesten Film. So, Lauch schneiden, bisschen schräg, dann ist das ein bisschen größer. Die Endstücke, oder wo es ein bisschen, wo es aufs Weiße zugeht, ist natürlich auch da ein bisschen so härter. Die packt ihr zuerst rein, würde ich auch nicht ganz so klein schneiden, dass man so ein bisschen kleinen Biss hat und auf irgendwas drauf beißt. So, das einmal kurz durchschwenken oder durchrühren, wie auch immer. Ja, aber mit Schwenken verteilt das und ihr macht nicht so viel kaputt. Ich rühre meistens eigentlich nur, weil ich dabei so schnacke, um mich wahrscheinlich abzulenken, weiß ich gar nicht. Mache ich sonst auf der Arbeit nicht so viel. Lauch dazu. Auch wieder einfach so durchschwenken und ganz am Schluss, weil so hat das alles noch schön so der Biss. Macht ihr das gleich am Anfang mit rein, dann wäre das echt viel zu weich. So, jetzt kommt eigentlich noch das Fleisch dazu. Aber nochmal, einmal noch naschen. Naschen ist immer gut. Das lohnt sich. Ja, wie gesagt, siehst du, ich will anrichten, aber nein. Was haben wir vergessen? Das Fleisch. So, das Fleisch auch, wie gesagt, ganz am Schluss nur einmal durchschwenken, damit es heiß ist oder warm wird. Und so ist es noch schön saftig. Und ihr könnt so richtig sehen, wie das alles glänzt. Und wenn ihr jetzt noch, hätten wir noch Riechfernsehen, wäre cool. Ne? Dann könnte man das auch noch, oder Riechvideo, wie auch immer. Ach ja, jetzt noch ein bisschen, genau, Zitrone drüber. Zitrone ist ganz wichtig, weil so Säure braucht das Gericht, definitiv. Jetzt bin ich ein bisschen näher rangegangen und ihr könnt sehen, die Karotten, nicht so schön geschnitten, aber so sehen sie sich ein bisschen so ähnlich wie mit den Reisnudeln. Alles nicht zu klein und es dampft schön, es ist heiß und es schmeckt absolut lecker. Ja, Freunde, ich kann euch wie immer nur sagen, schaut euch den Film an und viel Spaß beim Nachkochen. Wünscht euch wie immer euer Ariel und tschüss.